Hallo ihr Lieben, ich bin natürlich wieder in der Hexenwerkstatt tätig und habe mir überlegt, ein Schälchen zu machen aus einer Muschel. Und zwar dachte ich, ja, könnte man auch für Mondwasser machen. Man kann auch jedes andere Gefäß natürlich für Mondwasser nutzen. Aber ich wollte einfach ein bisschen was, wo auch in Verbindung mit Wasser steht. Also die Muschel. Jetzt nicht unbedingt gerade Meer oder so, aber eben halt Wasser. Ich habe als Stehhilfe einen Marmeladendeckel genommen. Und habe die Muschel am Rand ein bisschen mit Silber verziert, einfach auch in Bezug auf die Göttin. Mit Heißkleber habe ich das Ganze dann zusammengeklebt und die Stehhilfe natürlich auch ein bisschen bemalt. Man kann das Ganze auch für ein paar Edelsteine nehmen, die man Mond aufladen möchte. Ist ja auch gleichzeitig, ja, es ist jetzt keine Venusmuschel an sich, aber ich finde, die Muschel ist doch auch ein bisschen so dem Weiblichen zugetragen, weil sie etwas aus eigener Kraft erschaffen kann. Von daher dachte ich, kann man dann auch Steine zum Aufladen in den Mond legen. Ja, wie findet ihr die Idee? Als Fuß kann man natürlich auch eine andere Muschel nehmen, eine kleinere würde ich empfehlen. Hatte ich nicht. Habe ich mich so entschieden. Ist ja auch alles okay. Kann man machen, wie man möchte. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und dann sehen wir uns auch schon in einem anderen Video wieder. Vielleicht auch dann wieder ein Hexenwerkstatt-Video. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!